Ein paar Jahre Ruhe erhofft sich Israels Ministerpräsident Netanjahu durch den Waffenstillstand mit der Hamas. Politisch geht er offenbar gestärkt aus der Auseinandersetzung hervor, präsentiert sich als Sieger. Genau wie die Anführer der Hamas, die sich trotz der vielen Toten auf palästinensischer Seite als Kämpfer in Szene setzen. In Abgrenzung zu Palästinenserpräsident Abbas. Innenpolitisch scheinen Netanjahu und die Hamas als Gewinner. Wirklich gelöst ist der Konflikt keineswegs. Trotz gelöster Stimmung. Sie können wieder lachen. In einer Schule des UN-Hilfswerks für Palästina-Flüchtlinge hatten etliche Familien tagelang Schutz gesucht. Jetzt kehren sie nach Hause zurück. In Gaza, aber auch im Westjordanland wird der Waffenstillstand in der Nacht gefeiert und gedeutet als ein Sieg des Widerstands gegen die Besatzungsmacht. Auch in Israel haben Gefährdung und Anspannung der vergangenen Tage ein Ende. Die Regierung sieht die Militäraktion gegen die Hamas als Erfolg. Als wir die Operation gestartet haben, habe ich als Hauptziel ausgegeben, der Terrororganisation einen harten Schlag zu versetzen, um ihre Strukturen zu schwächen und die Ruhe wiederherzustellen und gleichzeitig für Abschreckung zu sorgen. Exakt das haben wir getan. Mehr als 230 Todesopfer im Gazastreifen, 12 Tote in Israel. Zum Teil massive Schäden an vielen Gebäuden. Und das ist die blutige Bilanz des 11-tägigen Schlagabtauschs. Die UNO appelliert an beide Seiten, die vor allem von Ägypten vermittelte Waffenruhe zu respektieren und weitere Schritte zu unternehmen. Ich denke, es wird sehr wichtig sein, den Friedensprozess wiederzubeleben, um eine Zwei-Staaten-Lösung zu erreichen. Aber die Stimmung bleibt fragil. Am Freitag kommt es auf dem Jerusalemer Tempelberg wieder zu Auseinandersetzungen zwischen Palästinensern und israelischen Sicherheitskräften.